What? What? Why? Hallo? Der, den du suchst, ist nicht mehr hier. Jeder, der diesen Wald betritt und kein Kokiri ist, ist verdammt. Jeder. Sicher hat er sich schon längst in eine Pflanze verwandelt. Guck mal. Er ist nicht mehr hier. Jedes Wesen, das kein Kokiri ist, ist in diesen Wäldern verloren. Sicher hat er sich inzwischen auch in eine Pflanze verwandelt. Alles, was von ihm übrig bleibt, ist diese Säge hier. Die Medizin besteht aus den Waldpilzen. Gib sie mir! Könnte ich diese Pflanze finden und ihn vielleicht mit dieser Medizin heilen? Weil ich meine, hat sie uns ja nicht ohne Grund gegeben. Ich behalte die erstmal noch. Moment mal. Da. Ist ja beinahe in die Hose gegangen. Waren die schon immer so hier? Ja, ne? Ich bin gerade so unsicher, kann ich den Typen noch finden und vielleicht heilen? Weil, das kann doch kein Zufall sein. Kann ich den noch finden? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn nicht mehr finden werden. Was, wenn wir hier lang gehen? Kommen wir hier zu den Baumstämmen von damals? Nee. Ich fürchte, den finden wir nicht wieder, oder? Ah, ich weiß es nicht. Kann ich den nochmal finden oder nicht? God dang it. Auf der anderen Seite ist dieses Spiel ja so verdammt alt, dass es nicht mal einen Questlog gibt. Also denke ich mal kaum, dass man hier Multiple-Choice-Fragen oder sowas hat. Ach, komm. Nimm es. Ja. Du hast den Modertrank gegen die Säge eingetauscht. Der komische Kerl hat das wohl hier liegen lassen. Wirst doch du dich verwandeln? Gut, wofür auch immer wir eine Säge brauchen. Vielleicht für diesen Stamm hier? Natürlich nicht. Wofür auch immer diese Säge gut ist. So, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Zeittempel. Es gibt da ein paar Dinge, die ich, glaube ich, nachholen sollte. Moment mal, ich erinnere mich doch gerade an was. Vielleicht sollten wir der guten Dame hier erzählen, was passiert ist. Mein Bruder muss sehr einsam gewesen sein. Okay, scheinbar weiß sie es. Hier war doch eine Mauer, die ganz verdächtig danach aussah, als könnten wir sie einschlagen. Ich erinnere mich gerade nicht wirklich daran, wie tief dieser Brunnen war. Weil, wenn hier schon wieder Licht ist... Okay, gut. Du.
What the f... Echt jetzt? Echt nicht? Komm schon! Was soll ich denn sonst benutzen, um diese Mauer hier einzureißen? Gott dang it! Get fucking wrecked! Wie ich schon sagte, auf zum Zeittempel. Wie sich scheinbar in all den Jahren niemand um diese Kristalle hier geschert hat. Schon ein bisschen... Hi! Du hast jene bösen Geister vernichtet, die im Tempel hausten. Und du hast Salia erweckt. Doch sie ist nicht die Einzige, die deiner Hilfe bedarf. Oh ja, da, wir haben die Cutscene scheinbar übersprungen. Ups! Ist der Fernseher eigentlich an? Der ist an. Holy f... Wow. Um alle Weisen zu erwecken, musst du noch weit stärker werden. Reise zu den Bergen. In die Tiefen des Wassers. Und sogar durch die Zeit. Willst du in die Zeit, aus der du kamst, zurückkehren, so platziere das Masterschwert wieder im Zeitfels. Tust du dies so, reist du 7 Jahre in der Vergangenheit zurück. How convenient. Es wird die Zeit kommen, da du in Windeseile an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Das Lied, das du spielen musst, um zur Zitadelle der Zeit zurückzukehren, ist die Kantate des Lichts. Okay, cool. Wow. Okay. Du hast die Kantate des Lichts erlernt. Cool. Coole Sache. Solange du die Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch Macht über die Zeit. Link, wir sehen uns wieder. Joop. Machst du wieder deinen coolen Ninja-Trick? Natürlich. Na dann mal los. Und wir sind wieder klein. Sogar die Items, die wir damals hatten, hat er gespeichert. Okay. Dann gucken wir mal, was wir so alles noch nachholen können, wa? Auf jeden Fall muss ich auf die Lon Lon Farm nochmal. Ich sollte mir eine Liste anfertigen. Aber ich glaube, ich gehe nochmal nach Kakariko eben zurück und dann gehe ich. So viel zu tun. Oh je. What the hell? Hi, Pferdchen. Hey, Epona, bleib doch hier. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Oh. Einen Moment mal. Momentchen. Vielleicht sollte ich ihr mal selber das Lied vorspielen. Vielleicht gefällt ihr das ja. Guck mal. Oh! Oh, eine hübsche Ocarina! Willst du das Lied auf der Ocarina spielen?
Wunderschön singst du. Du hast Yupun das Lied erlernt. What the? Wo kommst du denn her? Ja, okay, Yupun, alles klar. Schieb mich ruhig weg. Oh, Yupun. Sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Feenjunge? Bringt das jetzt schon irgendwas? Nee. Okay, damit wäre das erledigt, was ich hier tun wollte. Dann kommen wir zum nächsten. Eieiei. Jupp, genau das wollte ich auch gerade sagen. Ach ja, der sitzt ja hier rum. Oh Gott, hätte ich den Muttertrank hier in die Zeit zurücknehmen können? Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Oh Gott, hätte ich den Trank mit durch die Zeit hier zurücknehmen können? Oh mein Gott. Wobei. Ich glaube, das wäre unter die Kategorie von Items gefallen, die ich nicht benutzen kann, ne? Aber, oh, das hätte ich ausprobieren sollen. Ah, verdammt. Verdammt, nur eins. Fuck. Das war dieses Haus hier, oder? Ja. Haben wir mit dir schon geredet? Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Der Stein des Wissens. Benutzt du ab jetzt dein Rumble Pack? Reagiert es auf naheliegende Geheimnisse? Was ist ein Rumble Pack? Gott, ey. Mit dir haben wir ja schon gesprochen, ne? Ja. Okay, ich hatte jetzt auf ein neues Portemonnaie gehofft. Aber scheinbar bleibt es erstmal bei den 200 Rupies. Wo ist denn jetzt dieser komische Stein? Die können wir auch nicht benutzen, die Rüstung. Was ist jetzt da? Stein des Wissens, aber der sagt mir nichts, ne? Nö. Okay, interessant, cool. Dann machen wir noch ein paar andere Dinge, während wir hier sind. Kann ich euch auch fangen? Kann ich euch fangen? Ich glaube, so ein paar Schmetterlinge in einem Glas wären ziemlich geil. Komm. Viel zu hoch. Na gut. So, du da. Gib mir noch ein paar deiner komischen Samen da. Ja. Die werden teurer, kann das sein? Moment mal. Den nehmen wir jetzt noch mit. Wirst du jetzt noch mal teurer? Aber nur jetzt. Okay. Ich meine, wir haben ja die Kohle, warum nicht?
weltberühmten Wundererbsen. Sie sind absolut beliebt und sicher schon bald ausverkauft. Ein super Preis, 60 Rubine das Stück. Okay. Hier gibt es die seltenen Wundererbsen. Dies könnte die letzte Chance sein. Ein Spezialpreis, 70 Rubine das Stück. Nö. Ich glaube auch, wir haben jetzt erstmal genug wieder davon. So, die will ich jetzt pflanzen gehen. Die will ich pflanzen gehen. Ich weiß noch... Ein Ort... Zwei Orte weiß ich auf jeden Fall. War ein Ort nicht sogar noch in die Richtung? Na, egal. Das heißt, erstmal wieder Rupees sammeln. Okay, dann geben wir erstmal ein paar von den Pflanzen. Wa? Cool. Haben wir das schon mal erledigt? So, ich glaube, hier sollte ich mich nochmal mit der Vogelscheuche auseinandersetzen. Gab es auch einen Ort, um Erbsen zu pflanzen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hey, du da, Vogelscheuche. Warst du die obere oder die untere, mit der ich reden sollte? Hey, Sisha, ich bin Byron, die Vogelscheuche. Du hast bestimmt schon von meinem tollen Gedächtnis gehört. Wenn du ein neues Lied weißt, raus damit! Dies ist das Lied, das du beim letzten Mal geflötet hast. Los dann! Strange! So... Fangen wir doch mal an mit das Wiegenlied. Boah, du hast eine Ocarina. Warum? Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Naja, an dieses Lied kann ich mich aber gar nicht erinnern, Süßer. Warum? Weiß ich auch nicht. Okay, ich muss auch ein Lied spielen, was Nutzen von allen macht. Da habe ich aber nur dieses eine hier, das ist das Bolero des Feuers. Runter A, runter A, rechts runter, rechts runter. Also, runter A, runter A, runter... Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein, Süßer. Ich verstehe ehrlich gesagt den Sinn hiervon nicht. Käfer! Sich da eine jetzt eingegraben? Ja. Ey, ich will den Schmetterling! Gib mir den fucking Schmetterling! Sind hier Fische, die ich mal eben einfangen kann? Apropos Fische, die kann ich mir, glaube ich, aber da drüben holen. Dann kann ich nämlich was an dem Jungen verkaufen, der Sachen aus Glas haben, in den Gläsern haben will. So, das Problem, was ich jetzt aber habe, ist, was nun? Ja, was nun? Ich lasse mir was einfallen.
Aha. Ich wusste doch, hier war noch was. Ich wusste es doch. So, was war hier nochmal drin? Der Alchemist, oder? Hi. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Heidersee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakarikos Hexenladen gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Ja, ja, sehr viel. Dort sind Rupees. Aber ich komme nicht tief genug. Oh! Come on, Link. You can do this. I have all the believings in you. Oh, Gott. Come on. Na, so tief kommen wir scheinbar doch noch nicht. Sonst noch was Interessantes zu erzählen? Ich glaube nicht, ne? Du bist jetzt 6 Meter tief getaucht. Du solltest tiefer tauchen können. Okay, also mit dir müssen wir sprechen, sobald wir tiefer tauchen können. Alles klar. Alles klar. Creepy Guy. So. Hey! Ich will mich nur schon mal, ja. Die hätten wir uns so oder so nicht holen können. Verdammt! Wie sollen wir denn in den Tempel, in den nächsten Tempel kommen, in den Wassertempel? Rotes Elixier, nicht mal dafür habe ich, genügend Rubine. Vielleicht sollte ich wenigstens für den roten Heiltrank nochmal nach Rubinen gucken. Ach, komm schon, noch einen. Ah, kommt schon. Ich will noch 50 Rubine. Nur 50 Rubine, kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Das kann doch nicht so schwer sein. Nur 50 verschissene Rubine, kommt schon. Danach machen wir weiter. Ich glaube nämlich, ich habe erstmal alles hier erledigt. Okay. Okay, okay, gib mir. Willkommen. Lass da bitte. Ja, 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 ja. Ja, ist gut, liebes Spiel. Lass mich bitte. Ich habe hier die Tasten wie so Blöder. Nein. So, was ich jetzt machen werde, ist Folgendes. Erst einmal so und dann mal eben gucken, wie kommen wir nochmal zur Zitadelle der Chai zurück. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Maske loswerden soll. Ich glaube, mit den Masken befasse ich mich, wenn überhaupt, erst später. Nicht die Hymne der Zeit. Da, das da. Oben, rechts, links, oben. Oben, rechts, links, oben. Aha. Yes. Aha. Oh, jo. Da lang. Na dann, auf geht's zurück.